Deutschlands Solidarität mit der Ukraine sei ungebrochen und so werde es bleiben. Unter anderem mit dieser Zusage hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Kiew-Besuch begonnen. Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Bei einer Explosion in der südukrainischen Stadt Melitopol, die von russischen Truppen gehalten wird, wurden mindestens 6 Menschen verletzt. Die von Moskau eingesetzten Behörden wiesen, so wörtlich, ukrainischen Nazis die Verantwortung zu. Laut ukrainischen Angaben wurden ein vom russischen Geheimdienst genutztes Gebäude sowie das Funkhaus eines Fernsehsenders beschädigt. Das russische Verteidigungsministerium meldet, bei Kuzimivka einen Großangriff der ukrainischen Armee zurückgeschlagen zu haben. Der Ort liegt in der Ostukraine. In Mykolaiv am Schwarzen Meer muss die Bevölkerung weiterhin mit Lebensmitteln versorgt werden. Viele Häuser sind ohne Strom- und Wasserversorgung. Die Stadt liegt rund 100 Kilometer vom umkämpften Cherson entfernt und ist immer wieder das Ziel russischer Luftangriffe.